Es ist tatsächlich soweit. Wer hätte das gedacht, dass ich jemals dazu komme mit der ersten Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2 zu beginnen? Trotz der Folge 0 habe ich was vergessen, noch vorher wegzuschicken. Ich weiß nicht, warum es gerade bei diesem Spiel mir ein Anliegen ist, das zum ersten Mal zu machen. Nämlich zu sagen, was ist mein Erfahrungshorizont mit dem Spiel? Vielleicht, weil es mir ziemlich viel bedeutet. Zumindest nach dem zweiten Mal durchspielen. Ich habe ja, glaube ich, in der Folge 0 ein bisschen geworben. Versucht ein bisschen, die Zwischentöne mitzunehmen. Weil bei mir hat es erst beim zweiten Mal so richtig gezündet. Aber wie dem auch sei. Ich habe einen kurzen Test-Dings hier gestartet. Wir haben theoretisch sogar mehr als die Schwierigkeitsgrade leicht und normal zur Verfügung. Aber ich glaube, für schwer muss man es einmal durchhaben. Und dann gibt es noch einen, ich glaube, DLC-Schwierigkeitsgrad. Wie dem auch sei. Da kommen wir jetzt zu meinem Know-how mit diesem Spiel. Das Kampfsystem ist, möchte ich sagen, etwas komplizierter. Und ich bin nie richtig gut darin gewesen. Deswegen waren meine Durchgänge beide mehr oder weniger mit Ach und Krach durch. Ich habe keine Ahnung von den Superbossen. Das hatte ich in vielen früheren Let's Plays auch nicht. Und trotzdem irgendwann hingekriegt. Von daher, was ich noch dazu sagen möchte, ich bin dieses Mal ziemlich faul. Ich habe mir sonst bei den JRPGs, okay, beim ersten Xenoblade Chronicles ehrlicherweise auch nicht. Beim zweiten oder beim Exa-Teil hat es sich nicht so richtig gelohnt. Fangen wir einfach an. Habe ich mir Schatzlisten vorbereitet, damit mir ja nichts durch die Finger gleitet. Als mir da bei Final Fantasy 9 damals was durch die Finger glitt, hab ich gedacht, nein, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Ja, hier probier es gar nicht erst. Wenn ihr mit was da kriegen, weist mich gerne darauf hin, was ich vergessen habe oder übersah, was gut ist, was schlecht ist. Ich versuche, uns ja möglichst gut durchzuführen. Durch diesen Sturm werden wir die Segel setzen, in ein neues Abenteuer aufzubrechen. In einer sagenumwobenen Reihe, die da heißt Xenoblade Chronicles. Und jetzt halte ich mal mein Schnütchen für den Rest des Intros. Merkt euch das, was hier passiert? Das passiert später bei einem Minispiel alles im Hintergrund. Während wir versuchen, das zu bergen, was die Final Fantasy Serie mal großartig machte. Shots feiert. Ein Meer unter den Wolken. Mit Schätzen, Artefakten und anderen Dingen aus alter Zeit. Frag mich gerade, ob der da an seiner Hütte tatsächlich eine Art Empfangsschüssel oder sowas hatte. We really do need to buy ourselves a new depth probe. The ping was off by 150 peds to the east. That's not gonna fly. And what about the treasure, Rex? Was it in line with your expectations? It seemed pretty solid.
Didn't even have to reinforce it too much. Even with the labor costs, we should be able to turn a decent profit. Honestly, it takes you 2 days to run the structural analysis. Yet somehow you can gauge the profits in an instant. Don't go raining on my parade, Gramps. You know, I'm in the salvaging trade for the cash. A little business sense goes a long way. All right. Whoa! I didn't expect that. You've been living in this thing this time. Rex. No worries, Gramps. Hol den Kochtopf. I think we know what's for lunch. Hey, hey, Zwicky, hey, Zwicky, hey. Zeit für ein Kampftutorial. Was für ein Glück, dein Mittagessen hat sich freiwillig direkt vor deiner Haustür geliefert. Jetzt heißt es schnell zuschlagen. Drück ja R, um die Gegner anzuvisieren. R ist da, wo rechts ist. Und dann A, um den Kampf zu eröffnen. Das rote Zielsymbol zeigt an, wenn wir den Gegner ins Visier genommen haben. Wir haben wieder Autoangriffe und jetzt hauen wir zu. Achso, ja, ich muss jetzt einmal anvisieren. A, das gerade. Der Autoangriff ist in diesem Spiel leider Gottes nur dann auszuführen, wenn man stillsteht. Das heißt, wenn ich jetzt hier rumlaufe, dann haue ich nicht zu. Das ist ein Unterschied, glaube ich, zum ersten und zum X-Teil. Und was man auch macht oder was man sieht, ist, wenn ich einen Schlag ausführe, dass sich in der Artleiste unten rechts die Fähigkeit auftürmt oder sozusagen bereit macht. Und wenn sie aufgeladen ist, beziehungsweise bereit ist, kann ich sie im Kampfe einsetzen, nämlich jetzt beispielsweise den X-Knopf drücke. Und wenn ich das in einer Combo mache, dann kommt dieser, oder sagen wir mal so, gerade wenn ein Schlag getroffen hat, dann ist dieser Kreis um mich herum, der aufleuchtet und dann macht mein Angriff etwas mehr Schaden und das ist praktisch. Und in diesem Fall ist dieser Angriff, hat er gleichzeitig eine Komponente, die diese Heilkapsel tropft, das heißt, damit können wir uns dann im Kampf ein bisschen heilen. Das macht diese Technik bei jedem Angriff. Oder bei jedem erfolgreichen Schlag. An entire horizon of white. A sea of clouds. And at its heart, the world tree. Piercing the heavens. This is the world we call home. All rest. Story goes that when the world was young, everyone in All Rest lived on the tree. Together with our divine father, the architect. According to the tales, it was a bountiful land. And the people there held the power to command even the heavens themselves. They called that paradise Elysium. But then, one day, we were cast out. Nobody knows why. Perhaps we angered our creator. Or perhaps it was something else entirely. All we know is we were forced to leave Elysium, to live here, in All Rest. Where it turns out, life was pretty hard. But when it seemed like we would surely die out, the architect took pity on us, sending his servants, the Titans, to save us. The few of us who survived settled on the Titans. And we've lived in harmony with them ever since. But now, those Titans are beginning to die out. Also Zeit für gute Laune. The brazier does my weary old bones much good. You want me to move it, Gramps? No, that's quite all right. Leave it right there. Right, sir.
Und er starb. Not another one. Been happening a lot lately. More so than before. I wonder if anyone was living there. It seems not. And if there had been, they would have all left by now. Makes sense. Hey, Gramps. Do you think Fonset Village will be gone too one day? It would not be today or tomorrow, but one day, yes, it will fall. And you too? That's how it goes with us Titans. There's no way around it. Eventually, there'll be nowhere left to live. Sadly. So, you Titans were born up there. Is that right? So they say, for what it's worth. Mind you, I was born here on Allrest. As for my ancestors, who could say where they were born? Can it really exist, this Elysium, and the Creator, who's said to live there? A land of plenty atop the World Tree. If such a place did exist, perhaps we could all live in peace, with no need for fighting. Sure would be great. For everyone. Even folks in Fonset. If the Divine Architect can see us now, I wonder what he thinks. Bin ich wirklich der Einzige, der das Architekturstudium geschafft hat? All right, back to making money. I think this hall should be enough for today. Oi, Gramps! Care for a little swim to the Argentum Trade Guild? You're planning on selling it now? It's getting toward my bedtime. Don't play the lazy old man with me. There's plenty of sunshine left. Kids these days. No respect, I swear. Das Spiel muss gut sein, es hat Aristokraten-Nopon. Also wo die Profis sagen, Nopon. Während wir endlich die Argentum AG aufsuchen. Why, if it isn't Rex? How's business? Going all right. Elsa wouldn't be here. Fair point. So, which one am I unloading? We can leave that until I'm done negotiating. Shouldn't be too long. Well, mooring is 15 gold per half day. I'll have your gold after I sell the stuff. All right, later. Hey, hold on. You know I can't do credit. Does it every time, too. No one, I'm afraid. Figures. Kann die Satellitenschüssel verkaufen. This thing's huge, and it's not even a Titan ship. That's what she said. Können wir den Opa gegen das Schiff austauschen? Sieht so aus, als ginge dein Abenteuer jetzt so richtig los. Sobald eine neue Funktion verfügbar wird, erhältst du eine Erklärung dazu. Ja, davon werden wir einige kriegen. Gleich wird in der Mitte des Bildschirms Goldmund Ankunftshafen erscheinen. Das bedeutet, du hast einen Reisepunkt entdeckt, weil wir ja noch nie hier waren. Oder zumindest Rex nicht. Zu entdeckten Reisepunkten kannst du jederzeit per Schnellreise zurückkehren. Wenn du in einen Kampf unterliegst, kehrst du zu dem Reisepunkt zurück, den du zuletzt besucht hast. In Alrest gibt es unzählige Reisepunkte zu entdecken. Es lohnt sich, jeden Winkel der Welt zu erkunden. Oh ja. Und falls du dir irgendwann noch einmal die Grundlage
Grundlagen der Steuerung in Erinnerung rufen möchtest, mit einem kurzen Druck auf links, oben oder rechts kannst du eine Übersicht der Steuerung aufrufen. Kampfsteuerung. Irre ich mich oder ist das relativ neu? Weil ich glaube, viele haben sich darüber aufgeregt, dass man Tutorials kriegt und man sie nie wieder angucken kann oder anlesen kann oder was auch immer. Und deswegen viel vergessen war. So, mein richtiges Joypad ist leider Gottes gerade nicht aufgeladen, deswegen müssen wir mit den kleinen Knubbeldingern hier rumrudern. Reden wir mal kurz mit Öpa. Öpa, rede mit mir! Rex, mein Junge, lass die Ruhezeit. Ich bin total ausgelaugt. Dein großes Schläfchen wird mir sicher gut tun. Danke, Opa, dann ruh dich mal aus. Und bring mir bloß kein Andenken oder anderen Tinnef mit. Ich will nicht, dass du mir wegen mir Umstände machst. Alles klar. Wenn das kein Weg mit dem Zaunfall war, Opa würde sich bestimmt über einen Mitbringsel freuen. Aber über was? Zwei Grills? Ein Massagegrill? Ein kühler Grill? Ups! Ich meine, das war geplant. Wir können nämlich nicht untergehen, weil wir sind ein Schwimmer. In einem JRPG. Wir können, ich glaube, der Pokal bedeutet, dass man mit diesem Charakter hier irgendwas interagieren kann. Und das hat Auswirkungen auf einen späteren Charakter, wenn ich das so sagen darf. Oh, Rex, du bist zurück. Die Gebühr für Opas Anlegeplatz und das Ausladen der Waren beträgt insgesamt 15 Gold. Bezahlst du das direkt? Hab ich das? Oh, ich weiß nicht, ob ich Geld hier habe, aber ja, wir zahlen das. Danke, weiß gar nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn du dich vor der Gebühr gedrückt hättest. Genieß deinen Aufenthalt auf der Goldmund, ja? Goldmund ist, glaube ich, dieses Riesenschiff hier von der Agentum AG. Sieht man das jetzt so richtig? Ich gehe es langsam an. Ich werde es langsam angehen, und weil ich Beamter bin. Ich bin immer langsam. Ihr seht diese Sternchen bei den Sprechbläschen. Und das bedeutet, kann man das schon? Moment, ich muss gerade mal erst kurz gucken. Nee, das war, glaube ich, der falsche Knopf. Es ist doch nicht blockiert. Verdammt, das ist doch der falsche, richtige Knopf gewesen. Verdammt, das war... das hier war, glaube ich, der richtige Knopf. So, wenn ich jetzt hier... Ja, genau, hier rausgehe, sieht man auf der rechten Seite... Ist das die Agentum AG, beziehungsweise Goldmund? Und den Entwicklungszustand, der mit Sternchen markiert ist. Das bedeutet... 1 und 1 zusammenzählen kann, dass Gespräche, die mit einem Sternchen markiert sind, tatsächlich im Hintergrund ein klitzekleines bisschen was für die Entwicklung tun. Das dauert aber. Deswegen, aus meiner Sicht, ich rede ganz gerne mit den Leuten, die ein Sternchen haben. Es ist nicht so wie in Xenoblade Chronicles 1. Da musste man das tun, um den Entwicklungszustand zusammen mit den Nebenaufgaben voranzutreiben. Hier ist es unterstützend. Man kann über ein Minispiel mehr oder weniger die Entwicklung ganz alleine, glaube ich, komplett nach oben treiben und muss das gar nicht über Nebenaufgaben oder sowas machen. Hier geht das auch ohne. Man muss also auch nicht diese Gespräche führen. Ich mach's trotzdem. Rex, es gibt viele Dinge, auf die du stolz sein kannst. Das Bergungstauchen ist keine sichere Einnahmequelle. An manchen Tagen zieht man das ganz große Los, aber an anderen steht man mit leeren Händen da. In deinem Alter unabhängig zu sein und das in dem Geschäft, das kann nicht einfach sein. Also leg dich ins Zeug und mach weiter so wie bisher, ja? Ja, sonst müssen wir nämlich auf den Organhandel zurückgreifen. Und das... Leihen für nur 100 G! Was denn? Was denn? Ein Maschinchen oder die Säcke hier? Ja, oder Riesenbücher oder... Achso, das sind so Ladedingers. So Ladebums-Dingers. Sag her. Hallo, wie läuft's? Rex, mein Junge. Xenophonie ist gerade erst in Agentum angekommen. Ist wohl ein Tourist und will die Goldmund sehen. Ich versuche ihm zu verklickern, dass die Handelszentrale gleich hier die Rampe hoch ist. Aber er rafft es einfach nicht. Und jetzt will er auch noch, dass ich ihn auf die dritte Ebene zum Gasthaus Limur bringe. Sehe ich aus wie ein Reiseführer oder was? Ich bin Bergungstaucher, Mann. Bergungstaucher! Ja, ich bin auch einer. Bergungstauchen ist mein zweiter Vorname. Pipperipi, pipperipi. Hallo, wie läuft's? Das war Rex. Na, Rex! Ist immer toll, Rex zu sehen. Peri-peri... Okay, peri-peri, nicht piperi-pi. Da war ja Wunschvater des Gedanken, glaube ich. Peri-peri steigt gerade Schiffe an, will Zeit totschlagen, bis Fracht an Bord ist. Hat also jede Menge Zeit. Was hält Rex von gemeinsamen Mampfi? Peri-peri hat super lecky-schmecky Samot dabei. Tut mir leid, ich hab noch zu tun. Oh, schade. Peri-Peri geht bald auf lange, lange Reise. Wollte darum letzte schöne Erinnerung an Rex haben. Nein, Peri-Peri übertreibt. Wünscht Rex weiter Glück bei Bergungstauchen.
Alles klar, mal sehen, ob wir uns wiedersehen, Peri Peri. Ich bin nicht sicher, ob man auf dieses Schiff kann. Hey Rex, na, beeindruckt von dem Schiff? Das kann man wohl sagen. Ist da auch ein ganz schönes Kaliber. Unglaublich, dass es Schiffe in der Größe gibt, die nicht von einem Titan angetrieben werden, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieses Ding überhaupt funktioniert. Ich auch nicht. Wem gehört das Schiff denn? Weißt du das? Irgendwelche Geschäftspartner vom Oberpond der AG, soweit ich weiß. Keine Ahnung, wem genau. Aha, Haha, dieser neugierige Blick. Am liebsten würdest du direkt an Bord klettern, gib's zu. So verrückt bin ich nun auch wieder nicht. Na dann, ich muss langsam mal zurück an die Arbeit, ja? Okay, wir sehen uns, Garum. G-Punkt. Oh, jemand von... Was für ein Riesenschiff... Also, das ist eine Dame. Was für ein Riesenschiff das wohl hier ist? Von der anderen AG, oder... Ich hab's vorgelesen, aber schon wieder vergessen, was sie gesagt haben. Das ist das Problem, wenn man sich auf die Betonung konzentriert, dann weiß ich nämlich nicht, was ich gerade vorgelesen habe. Aber das passiert mir eigentlich immer. Zeit für ein paar kleine Tipps. Zuerst zu den verschiedenen Bildschirmelementen. Oben haben wir den Kompass, der uns anzeigt, wo das nächste Missionsziel sich befindet und gibt die Entfernung an. Wenn es auf höheren Ebenen liegt, gibt es einen Pfeil nach oben, also nicht den großen gelben, sondern einen kleineren, der daneben ist. Und wenn es unter uns ist, ein Pfeil für nach unten. Dann haben wir die Tages-Umgebungsinformation mit Wetter, Tageszeit. Der Sonnenzustand ist auch Wetter genannt und eine Minikarte, die man auch umschalten kann mit dem... Achso, L war's. Okay. Und das bedeutet... Ja, zu guter Letzt sehe ich das aktuelle Missionsziel. Wenn ich Zitrrrr benutze, kann ich das groß und klein machen. Und wenn ich es groß mache, spreche mit Melolo in der Handelszentrale, der Goldmund. Und wenn ich auf den L drücke, dann kann ich die Karte hier in groß einhalten. Und ich glaube, die grünen sind... Also die grünen Punkte sind Leute, mit denen man reden kann. Der andere Kram hier, das sind verschiedene Handelswaren, die man hier erstehen kann. Und im Großen und Ganzen sind das verbrauchbare Items, die einen temporären Buff geben, wenn man sie denn benutzt, wenn man sie in die... Ich nenne es jetzt noch gleich, in so eine Tasche packen. Und arrived. Hier haben wir den handelszentralen Punkt und wir reden mal kurz mit dem hier. Gibt's was Interessantes zu erzählen? Es gibt da diesen legendären Söldner, von dem mir ein Freund erzählt hat. Sein Name ist Zokim, glaube ich. Und der hat wohl echt ein Faible für Süßkram. Vor allem auf Mondpontalchen geht er voll ab. Ein Stück davon reicht und er tanzt übers Schlachtfeld wie ein Berserker. Und wo wir es gerade vom persönlichen Vorlieben haben, meine Frau steht total auf Sanftmutparfüm. Sie meint, wenn man von den feinen Düften umgeben ist, fällt einem auch die Arbeit viel leichter. Ich schätze, jeder hat irgendwas, das ganz besondere Kräfte in ihm weckt. Du doch bestimmt auch, oder? Ja, das bedeutet eigentlich nur, dass es für bestimmte, sagen wir mal, Konstellationen, Charaktere unterschiedliche Items gibt, die... Ich glaube, die Wirkung dann entsprechend höher ist, wenn man das Lieblings-Item einsetzt oder die Lieblingskategorie entdeckt. What? That's it? It's life, man. There's still more than I give to non-friend. If you bring military supplies, then you get good price. Ceasefire between Mor Ardain and Uriah not keep for too much longer, methinks. So weaponry is hot item. Well, what friend think? I'll make it worth your while. I told you before. I stay away from that sort of thing. Oh, it's shame. Rex good salvager. Could be good way to earn pretty penny. Waste of talent, if you ask me. Anywho, where were we? I'll take your offer. 200 now, and you know what to do with the rest. Okie doodles. Sending monies to Corrin of Fonset Village, is right? Yeah. It's a beautiful thing, sending money home at such young age. I touched. Wish my own dum-dum little pond did same. It's because Gramps doesn't charge rent. Eh, hey? All right, I'm counting on you. Roger, pleasure doing business. Ich weiß... Ah, wir haben eine 200-Gebelung erhalten. Ist das normal? Ich dachte, man bekommt... Achso, jetzt weiß ich wieder. Ich habe etwas verwechselt. Hello, Rex. Papunin, been a while. Rex looking high spirits? Ah, no, how say? Yes, Pippi. Been worse. So, you got something for me? New job, maybe? Something like that. Ah. By the way, Rex come from Fonset Village in Leftherian Archipelago, yes? Yeah, that's right. Why'd you ask?
You should go straight to boardroom of chairman. Wait, what's going on? Chairman Banner, ask for Rex by name. The chairman? For me? Was will denn der Vorsitzende von uns überhaupt? Ja, reden wir erstmal noch mit Punin hier. Worauf wartet, Freund? Oma Ponada hat nicht den ganzen Tag Zeit. Wo finde ich das? Ich weiß, wo ich das Büro finde. Wie ist denn so Punin? Punin kann nicht klagen. Wurde zwar von Frauchen Pon sitzen gelassen, aber sonst alles im Grünbereich. Wird jeden Tag von Oma Ponada, Bada als als wichtiger Botschafter durch Gegend geschickt. Ist super wichtige Position, hält Punin ständig auf Trab, aber manchmal hätte Punin doch gerne mehr Päuschen. Kein Wunder, dass sich die Alte sitzen gelassen hat. So, damit wir aber unseren Geschäftspartner Deluxe nicht sitzen lassen, werden wir beim nächsten Mal herausfinden, was für eine wichtige Aufgabe wir denn erhalten und ob wir vielleicht den ein oder anderen Schatz hier noch bergen und das ein oder andere Gespräch führen. Viele Gespräche führen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.